Das hier sind die Reste der Cook-Seilbahn, die hier das Material, sprich Verpflegung, Munition und so weiter in die Berge und die Frontlinie gebracht hat. Hier sieht man das, den Aufbau. Das ist das Antriebsrad. Hier fehlt natürlich der Antriebsriemen, führt von diesem Rad an dieses. Und das hier war mal ein, da sind die Reste eines Einzylinder-Dieselmotors. Hat nur einen Kolben. Damit wurde das dann angetrieben hier.